Hey Leute, willkommen zurück zu South Park in der nächsten Folge. Wir haben ja gerade diesen Schwerverbrecher hier festgenommen. Oh, das war ein harter Typ. Aber dann wurden wir aus dem Haus rausgeworfen. Wir mussten doch erstmal alles leer looten, Leute. Hier muss es doch sicher noch Dinge geben. Oh, zum Beispiel schon mal weiße Nächte. Weiße Nächte. Sonst sowas? Nö. Billiger Scheiß. Okay. Weiße Nächte. Das kann man so hart falsch interpretieren. Hier war ein Token, oder? Oder? Ist was zum Looten? Tokens Spindkombination. Aha. Und der Okama Games 4. Ui, wieder Lootzeug. Oh, nice. Fernseher einschalten. Schön hart hier den Strom verbrauchen. Fick dich, Token. Da habt ihr zu viel Geld. Noch mehr Loot. Geld. Geld. Ist überall Geld drin. What the fuck? Kann auch nichts zerstören. Sonst. Ja. Auf jeden Fall arsch viel Geld. Und was ist da drin? Und wie komme ich da rein? Also ich meine, ich kann das da oben schon zerstören. Easy. Aber dann ist wieder das Problem. Ist das was Neues? Verbündeter, was? Noch nicht? Verbündeter noch nicht freigeschalten. Ah, ich wusste es doch, im Stromproblem noch. Hoppla. Okay. Brauchen neuen Verbündeten. Ob uns das merkt, das Zimmer hier? Ich hoffe es. Okay, da fehlt uns ein Verbündeter. Okay. Aber jetzt ab zur Polizei. Denn ich will meine fucking Belohnung. Und dann muss ich durch die Gasse durch. Ah, da laufen. Ich muss mal alles zu Fuß laufen. Der Markt funktioniert nicht. Hä? Alles zu Fuß. Bei den Senioren vorbei. Waren ziemlich schnell. Miau, genau. Miau. Meine Katze guckt mich gerade komisch an. So. Dadurch. Jetzt nach links. Da waren wir schon. Die Schlampe telefoniert die ganze Zeit. Kleingeld nicht vergessen. Wir brauchen jeden Cent. Ich hoffe, wir müssen auch in diesem South Park Spiel nicht wieder Randy abtreiben. Also bei Randy eine Abtreibung machen. Fickt euch, Sechsklässler. Nein. Nein. Keine Zeit. Ich werde all eure Katzen befreien, die ihr gefangen habt, ihr Schweine. Aber erstmal will ich jetzt meine verfickte Belohnung von den Polizisten. Bist du ein Follower? Kann man dir folgen? Nein. Wo ist meine dicke, fette Knarre, die ich jetzt kriege, hoffentlich? Was bist du denn? Trottelmann? Eine Schnauze! Geh die Tür auf! Das ist ein Arschloch immer, ey. So, Belohnung? Klasse, wie du diesen Verbrecherboss beseitigt hast. Du bist ein echtes Vorbild. Ja. Schild des leuchteten Adlers. Du hast echt was auf dem Kasten. Komm her, Selfie-Time. Ein wichtiges Selfie mit dem Polizisten. Sehr schön. Jetzt kann ich dich per Internet überwachen. Was für ein Anfängerfehler. Ich überwache dich schon seit 2 Jahren per Internet. Ah, war den schon? Ein Bild mit dem kleinen Hilfs-Sheriff klar. Yeah, noch ein neuer. Müssen wir da gleich gucken. Yeah, wir freuen uns. Dem da oben auch. Schau zu und lerne. Ja, mit dir genau. Aber wir haben jetzt ein neues Artefakt, das ziemlich stark ist. Aus 45er können wir austauschen gegen ein 54er. Macht von 204 und fucking 40. Nice. Hat der Kopf jetzt eigentlich noch was zu sagen? Ich ganz vergessen jetzt. Du hast ja voll auf seine Rechte geschissen. Du wärst ein toller Bulle. Voll auf seine Rechte geschissen. Perfekt. Haben wir abgeschlossen. Okay. Ach, wir brauchen 9 Verbündeten, Leute, wir haben ein Stromproblem. Wo geht's jetzt eigentlich hin? In die Schule? Ja, aber ich kann nicht in die Schule. Kann ich jetzt in die Schule vielleicht? Hey, ich komm bei diesem Strom nicht vorbei, ich check's nicht. Auto! Jetzt sehe ich irgendwas und ihr lacht schon in den Kommentaren. Ihr Schweine!
Waren wir da schon drin? Nee, ne? Hey, Moment mal. Wir waren doch gar nicht im Einkaufszentrum. Ah, in der Stadthalle. Nein. Da ist ein Bildchen. Ah, okay. Müssen wir da ganz schwere Rätsel lösen. Sehr schön. Zu den Frauen natürlich zuerst. Okay, keiner da. Looten? Was gibt's hier? Nichts. Oh, Leute. Die... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin hier auf der Frauentoilette. Ich wollte es nur erwähnt haben. Frauentoilette. Wie sieht die Männertoilette aus? Au! Ach, leck mich doch mit deinem Strom langsam. Wir haben halt nichts. Wir haben halt einfach. Wir haben einfach nothing. Alter, ist der Strom überall. Ich weiß nicht, wie ich den wegkriege. Moment mal. Wir haben einen Zeitstopp-Furz. Kann man da drüber laufen dann? Hört der Strom auf? Pausiere. Nicht dein Ernst, das war die Lösung. Der Zeitstopp-Furz. Nicht dein Ernst. Oh, da ist was. Nein, wie nehme ich das? Ah, ich muss runterschießen. Okay. Einer geht noch rein. Welche Toilette haben wir hier? Stufe 3. Schaffen wir. Bin so ein bisschen aus der Übung, aber schaffen wir. Ah. Wow. Easy. W halten, F. Yay, yeah, das wollen wir rausschütteln, oder? Drücken, drücken! Ja, yeah. Das Klo haben wir besiegt. Sehr schön, durchgeschissen. Aber jetzt wissen wir das auch nicht. Wir kommen an jedem Strom vorbei, einfach nur mit dem verfickten, beschissenen Zeitfurz. Oh Mann, das nervt mich. So einfach. So einfach. Ich sehe eine Lootkiste. Mein Hotbot-Anzug. Oh mein Gott, das sieht aus. Nee, danke. Ich habe den Rätselmeister, wenn ich es geschafft habe. Okay. Ich würde es nicht wundern, wenn hier irgendwas wäre. Nö. Hier. Nö. Okay. Kostümsammler. Sehr schön. Nice, Leute. Also, mit dem Zeitfurz. Natürlich. Mann, auf das hätte ich ja früher kommen können. Fuck, das habe ich echt nicht bedacht. Ne? Der Zeitfurz, Leute, den habe ich komplett vergessen. Oh, das ist peinlich. Oh, das ist peinlich. Ne, Spaß, mir egal. Ihr schafft das jetzt auch. So, erstmal Zeitfurzen. Ist er noch bewusstlos? Ja, sehr schön. Tee. So. Zeitfurzen! Schnell, schnell ausschalten. Und jetzt wieder rüber. Okay. Na, 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 na. Wie geht's dieser Arschloch? Arschloch. Da war ein Spind noch draußen. Danke fürs Kommen. Nimm Platz. Nein. Ich habe Angst. Was sehen wir diesmal? Ich glaube, ich fühle mich wie ein Stein. Ich glaube, ich bin ein Stein, ne? Ich bin Stein, oder? Ich bin Stein. Ich habe das Feedback vom Direktor bekommen, dass unser Gespräch über das Geschlecht, ich meine über Gender, nicht präzise genug war. Hä? Also er hat mir ein paar Richtlinien gegeben, wie ich dir gründlicher helfen kann, dein Gender zu erkennen. Wir sind ein fucking Junge, aber wir mögen Mädels. Fertig. Du geboren wurdest, auch das, mit dem du dich jetzt identifizierst. Ich habe kein Zielkörbchen mehr am Kopf, also ja, männlich. Okay, super. Also wie du weißt, bedeutet das, du bist cisgender. Ja, ich bin normal, super. Du Vollidiot. Als nächstes sprechen wir im Zusammenhang mit deinem Geschlecht über deine Sexualität. Also viele denken, dass Geschlecht und Sexualität dasselbe sind, aber nein. Das stimmt nicht. Was kommt denn jetzt? Okay.
Also, wie würdest du das Geschlecht der Personen bezeichnen, die du, bumsen willst? Einfach bumsen. Bumsen wollen wir weder noch alle. Eigentlich wollen wir alle bumsen. Ne, wir wollen Mädchen bumsen, natürlich. Okay, das heißt, du bist hetero oder auch hetero? Oh mein Gott, wir sind cisgender hetero. Heterosexuell, cisgender und ein Junge. Krasser Scheiß. Sei vorsichtig, okay, denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden. Es wird verarscht, wir sind normal. Okay, also komm jederzeit wieder. Ich habe hier echt mal ganz normal was genommen. Oh, können wir ein Foto übrigens machen? Was kann ich für dich tun, Neuer? Au! Ah! Oh nein! Okay. Nee, wieder hin. Nein! Tupperdose. Ah, wir haben das Schließfach. Genau, wir haben den Code gefunden. Das haben wir jetzt bekommen dafür. Sehr schön. Wer wird uns diesmal angreifen? Weil wir hetero sind, ein Junge und cisgender. Hey, ist ja dieser Junge! Ja, so ein cisgender. Und auch noch heterosexuell. Oh mein Gott. Das mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Geil, Leute. Ich liebe diese Anspielung auf diese ganze Gender-Scheiße. Ach, das Schild. Wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Klar. Nein, ich schub's ihn rüber. Ah, war drückt. Welchen Saft trinkst du? Den will ich auch. Sorry, Captain Diabetes, streng geheim. Mit der Flasche. Ganz kurz Zeitfutzpause und kann man jetzt greifen. Auf die Zeit zu messen. Was ein denn du D und dringend drückst. Okay. Ah. Wir furzen zuerst mal in der Zeit im Spiel. Und das? Okay, schlagen die ganze Zeit? Jetzt wird gekunt. What the fuck? Das ist zu OP. Das ist zu OP. Der Kuhn! Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Ich bin wieder da! Wieder! Nein! Nicht er schon wieder! Ich hab Angst! Mann, nicht schon wieder! Hatschatschatscha! Nein, meine Brille! Immer wieder gerne! Zeig ihn, was du drauf hast! Er ist die größte Hilfe, den wir jemals hatten. Er ist die größte Hilfe, die wir jemals hatten. Sehr gut, Wunderarsch! Brenn, du Sau. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja. Ich schreib's mir auf die To-Do-Liste. Dann mal los. Okay. Attacke! Ein gründliches Fisting. Oh, das war ein richtiges Fisting, ja. Okay. Alles Angriff, mach mich noch fertig. Man muss ich stehen, dass ich ihn erwische. Ach, leck mich. Jetzt! Ja! Wow, du gibst echt Gas. Nicht mehr viel Leben, Alter. Nicht mehr viel Leben. Der Kuhn wird dich nun zerstören. Nice! Man ist ja fett! Du scheißt dich über uns an! Bier! Nein! Wir sind alle verwirrt. Wir sind besoffen. Daddy's Gürtel. Daddy's Gürtel. Ja, ja, ja. Mit Wunderarsch. Kleines Arschloch. Ich bin dran. Das wird wehtun. Oh nein. Das macht Captain Diabetes mit Leuten, die ihm zu nahe kommen. Hat funktioniert. War schön. Das Publikum wird toben. Ah, tschüss, Arschloch. Ich hätte es auch ohne euch geschafft, aber danke fürs Zuschauen. Sehr gerne, Mr. Kuhn. Sehr gerne, Mr. Kuhn. Vorurteilsansturm. Oh, wir müssen noch DNA abchecken, genau. Vollidioten. Einfach nur Vollidioten. Oh, wir können es craften. Was Neues? Nö, nö. Doch, was Neues. Tupperdosenanzug können wir craften, sehr schön. Machen wir natürlich, wir wollen nämlich leveln im Rang.
Sonst was Neues noch? Nein, ne? Oh, das ist genau. Das ist ja neu. Stellt beim gewählten Teammitglied eine mittlere Menge gesund wieder her. Ah. Oh, machen wir mal, ne? Wenn wir schon das Rezept haben. Machen wir was Neues. Sehr schön. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da haben wir jetzt DNA, müssen wir abchecken. Da haben wir jetzt Jersey-Gen drin. Neu ist zum Beispiel das. Bringt uns nichts. Das ist auch nicht so. Boah, da wird er nur eins stärker. Bei unserem sind drei Fähigkeiten stärker. Nee, wir bleiben beim Jersey-Gen. Wir bleiben beim Jersey-Gen. Sehr schön, haben wir das auch geschafft. Und jetzt haben wir keine Fähigkeiten. Wir haben nichts mehr zu tun. Wir brauchen eine neue Quest. Arschlord, ich muss echt zugeben, ich bin fast ein bisschen beeindruckt. Arschlord. Kuhn-Versteck. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Coole Überraschung. Weh, es ist kein Keks, Alter. Weh, es ist kein Keks. Aber wir gehen nach links. Wir könnten den Jimmy Express nämlich nutzen. Wer besser? Jimmy! Wohin des Wegs? Ah, das ist der Steuerung. Renn lieber schnell. Ja. Bis dann. Danke. Fängt euch. So, ab zu Cartman. Ah, zum Kuhn. Wir wissen ja nicht, wer der Kuhn ist. Wer ist der Kuhn, Leute? Oh, ist Mrs. Cartman da? Oh, na hallo. Oh. Hast du deine Krone verloren? Na hallo. Oh, sie kennen uns noch sehr gut. Und spielst du auch schön mit den Kindern im Viertel? Am liebsten mit dir. Eric findet super neue Freunde. Ich übrigens auch. Hör mal, ich habe neue Visitenkarten und ich brauche jemanden, der sie in der Stadt verteilt. Ich gebe nämlich Nachhilfe und mach Hausbesuche. Wie? Geil! Ins Kitas Bar. Wenn du es schaffst, Kunden für mich an Land zu ziehen, dann koche ich dir was super Leckeres. Naja, kochst mir was Leckeres. Habt ihr diese geile Visitenkarte gesehen? Das kann nur von ihr kommen, ne? Du kleines Miststeck da. Großer Gott. Ja, das magst du, ne? Ich bin wieder da. Daddy ist da. Meine Güte. Tja. Großer Gott. Okay, wir haben eine neue Aufgabe schon wieder. Wir haben jetzt so viele Sidequests, ne? 1, 2, 3, 4, 5 grüne Männchen-Sidequests. Alter. Krass. Also, das war Aufgabenquests, wo wir mehrere Sachen machen müssen. Wo ist Fick? Fick? Hol Scramble schnell. Ah, der hat den Code geändert. Warum? Hol Scramble. Schnell. Der hat den Code geändert. Ich wollte gerade fick dich mal suchen. Den Super Craig-Film nicht vor der Humankind-Netflix-Serie machen, Leute. Das ist Quatsch. Naja, wir könnten Super Craig im zweiten Coon & Friends-Film einführen. Das wäre ja voll die DC-Nummer. Das geht nicht. Ah, Arschlord, setz dich. Arschlord. Kann ich kurz mit Arschlord reden? Klar doch. Los, komm, Blitzfreak. Arschlord ist nun hier. Gibt's was Neues? Nee. Dein üblicher Platz, Arschgesicht. Nicht da, der Platz, auf dem du immer sitzt. Scheiße, weißt du immer noch nicht, wo dein Stuhl ist? Fuck. Wo ist unser Stuhl? Arschlord, ich wollte dir sagen, dass wir entschieden haben... Ja? ...dass du deine eigene Netflix-Serie kriegst gleich nach der Blitzfreak-Fox-Miniserie und dem dritten Coon & Friends-Film. Glückwunsch! Wow! Okay, dann ab mit dir und kümmere dich um deine Mission. Wollte dir nur die Neuigkeit mitteilen. Ernsthaft? Ich bin den ganzen Weg hergelaufen. Was willst du, Neuer? Ich hab dir schon zwei Klassen gegeben. Mehr gibt's nicht. Oh nein. Nein, nein, du bekommst keine dritte Klasse. Neuer? Wir gucken ihn einfach weiter an. Dackelblick. Niemand bekommt. Der Dackelblick. Glaubst nur, weil du mit ansehen musstest, wie dein Dad deine Mom fickt, hast du einen Mitleidsbonus? Ja, er hat zur Mom gefickt. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Okay, rein hypothetisch. Was für eine Klasse würdest du denn noch haben? Tja, ne, Leute? So einfach geht's. Gadgetmeister. Alter, Assassine, Leute. Ich brauch gar nicht nachdenken. Wisst ihr noch, im ersten Teil waren wir Dieb? Und jetzt Assassine? Ey, ich bin gehypt. Der Assassine ist spezialisiert auf Angriffe, bei denen das Blut nur so spritzt. Oh ja. Wenn es dann ans Saubermachen geht, verschmilzt er mit dem Schatten. Assassine, ich hoffe, du kannst Blut sehen. Alter, das ist Kätzchen, ne? Wer nennen wir Assassine, klar. Ja, eine dritte Klasse. Aber dann müssen wir deine Hintergrundstory... Eine dritte! Die ist echt dämlich. Springen wir nochmal in die Vergangenheit. Als du noch ein Kind warst. Wir haben eine dritte fucking Klasse. Du konntest nicht schlafen.
Das lag an den seltsamen Lichtern am Himmel. Du gingst zum Spiegel. Aber ich geh immer zum Spiegel, ne? Dort sahst du ein Kind, das vielleicht nicht von dieser Welt war. Und dann hörtest du fremdartige Geräusche. Oh nein! Mit unserem Arm gefickt? Du gingst hinaus und sahst zwei Einbrecher und ein Alien. Was? Du musstest sie mit Hilfe deiner neuen Kräfte aufhalten. Ein Alien. Assassine, schärftest du deine Klingen, um das zu tun, was du am besten kannst. Töten. Du verlorst keine Zeit. Ein Schnitt und dein nächstgelegener Feind vergoss Blut. Ziele von einer empfindlichen Stelle verursacht Blutungen. Nice, ich mag Assassine. Keine Zeit. Oh, wie cool. Entschuldigung, ich bin sehr begeistert. Bluten rief dein Gegner seine Komplizen zu Hilfe. Ich Schweine. Hey, das Balk hat ein Messer. Ja. Oh, scheiße, ernsthaft? Ja, ich hab ein Messer, ey. Verlust schwang der Eindringling sein Brecheisen nach dir. Du musstest in die Schatten zurückweichen. Tausche mit einem Gegner, werde unsichtbar. Zurück in die Schatten, okay? Und er stirbt dabei? Na, geht gar nicht. Er wird. Ne? Das geht nicht. Ah, ich soll da hingehen. Okay. Ich hätte ihn recht töten können. War wie cool! True. Das Alien da hinten verwirrt mich. Hey, wo ist das kleine Arschloch hin? Tja, sind im Schatten. Verblüfft suchten die Schurken nach irgendeiner Spur von dir. Aber es war nichts zu riechen. Da ist er! Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Du hast dich leise für deinen nächsten Move rangeschlichen. Was ist das? Ninja-Wurf Kunai verursacht Blutungen. Oh Gott, welche Richtungen man dann schießen kann. Er schießt in zwei Richtungen. Oh mein Gott. Achso, ich muss wieder da. Ah, man trifft alle drei. Wow. Ey, Moment mal. Man schießt in drei Richtungen? Wie OP ist das denn? Geil. Dein Wirbelschlitzer schleuderte Messer in alle Richtungen. Alter, ist das nice! Ich bin so begeistert gerade. Du verblutest jetzt sowieso. Tschüss! Dem Tode nahe stürzte sich der letzte Verbrecher blutrünstig auf dich. Oh nein! Ich will jetzt vergewaltigen. Ultimative Kraft. Ja. Handeln oder sterben, du oder ihr? Verursacht Blutungen bei einem beliebigen Gegner, wird unsichtbar. Oh mein Gott. Ich bin so gespannt, wie das aussieht, ey. Der Todestaucher. Alter, ist das cool. Der Junge ist so eine Art Super-Assassine. Fuck. Krasser Scheiß. Und führte dich in einen dunklen Raum. Nein! Und da sahst du, dass dein Dad deine Mom gefickt hatte. Die Sau! Oh, schon wieder, zum dritten Mal! Das ist tragisch, tut mir leid. Wollten dir die Aliens mit diesem Anblick helfen oder wollten sie dich provozieren? Man weiß nicht. Die wollten mich produzieren. Okay, ihr Arschloch, du hast noch eine Menge zu tun. Wir haben schon wieder neue Heldenklasse, ich fress ein bisschen. Ihr wisst, was das heißt? Wir müssen sein. Unsere Kräfte ändern. Boah, jetzt wird es immer schwieriger. Wir sehen einen Cyborg-Assassinen-Blaster, ne? Nur, dass ihr es wisst. Die Fähigkeit will ich auf jeden Fall haben. Die Fähigkeit will ich haben. Und die Ulti, ne? Die Frage ist, was nehmen wir die Ulti? Der Assassine war geil, aber der Cyborg ist auch nice. Bei einem Feind. Also, Moment mal. 54. 200. Oh, das ist am stärksten. Okay. Todestauchen. Wir bleiben bei unserem Feuerball, den ich ständig nutze. Und die Messer jetzt mal dazu. Ja, wir erinnern ein bisschen durch. Nice. Alles gespeichert? Ja, sehr schön. Muss erst dran gewöhnen wieder. Haben wir schon ein neues Artefakt schon wieder? Also, das ist noch neu. Okay. Kostüme haben wir eh nichts. Wieder nur die Top-Tupper-Dose, oder? Ja. Oh mein Gott, die Schachtel. Das ist aber auch nice. Irgendwie vermisse ich ein bisschen mein C-Körbchen. Kleidung.
Das ist alles nicht so cool. Alles leider nicht so cool wie wir. Leute, wir sind eine Assassine. Das passt das Outfit echt gut dazu, muss ich sagen. Okay, wir verlassen mal. Wenn aus dem Keller rausgeht, spinnt die Steuerung ein bisschen. Hey, hier ist Blitzfreak. Geh zum Spielplatz. Einer der Freedom Pals will was von uns. Mysterion? Bitte sag, dass es Mysterion ist. Geh zum Spielplatz, da nach hinten. Oh, okay. Aber Leute, wenn es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, vor allem unser neuer Super-Assassine, lasst ein Like da, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet, dass wir jetzt der einzige Superheld sind mit 3 Heldenklassen. Wenn ihr nichts zu verpassen wollt, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut auch gerne die vorigen South Park-Folgen an. Dann Leute, viel Spaß, haut rein und ciao.